Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon 2. Wir stehen vor einem Problem, ihr Lieben. Und zwar müsste ich diesen Tornister hier kriegen, da komme ich aber nicht ran. Warum komme ich nicht ran? Weil hier, ja, irgendwelche Stachelfallen sind. Und da drüben, da gibt es eine umgefallene Statue mit einem Speer. Aber der lässt ihn nicht los. Ach was, ich weiß auch gar nicht, ist eine Steinstatue, vermute ich mal. Tja, trotz allem haben wir in einem anderen Raum einen zweiten Diamanten gefunden. Jetzt gehe ich mal, das habe ich gesagt, dass wir das machen, gehe ich mal zurück ins Gebäude und versuche mal, ob ich vielleicht irgendwie diese Dinger hier platzieren kann. Mal auf, gelber Diamant. Ja, guck mal an. Aber ob das jetzt der richtige ist, weiß ich nicht. Tut sich da jetzt was? Die Figuren wirken erhaben und weise. Gut, du warst hier. Ich lasse dich mal einfach da. Ich habe keine Ahnung. Hat sich hier jetzt irgendwas verändert? Also so ein bisschen habe ich den Eindruck, was im Hintergrund zu hören. Ja, das ist immer noch dieses Puzzle, mit dem ich mich ja auch mal beschäftigen wollte. Aber... passt das jetzt einigermaßen? Na, so einigermaßen passt's, oder? Okay, also dann machen wir doch mal so. Mal gucken, was passiert. Genau. Jetzt stehst du zumindest mal gerade. Es tut sich was. Der Mosaikspiegel leitet die Sonnenstrahlen nun auf die Stelen an den Ecken der Plattform. Okay. Ja, aber da... ja, da fehlen mir halt jetzt noch diese anderen. Oh, diese anderen, sag's mir schon, diese anderen Diamanten. Genau, die fehlen mir. Und ich weiß zum Kuckuck nicht, wo ich diese Dinger herkriegen soll. Weil eins weiß ich, ein Diamant weiß ich, das liegt auch da, wo dieser Sperrmensch ist. Okay. Kann ich denn das Wasser kochen? Nee, das habe ich bestimmt auch schon probiert. Was mache ich denn mit dieser Kerze zum Kuckuck? Die Figuren wirken erhaben und weise. Oh, du bist wahrscheinlich nicht richtig hier. Nimm mal kurz den Diamanten. Nimm ihn mal. Und setz ihn mal da ein. Lass mal gucken, was passiert. Das ist jetzt alles ein bisschen unsortiert. Ah, schau an. Brunnen. Kann ich denn was Wasser in diesem Brunnen tun? Nein. Na gut, das war immerhin eine Idee gewesen. Okay, ich brauche die beiden anderen Diamanten. Die Figuren wirken erhaben und weise. Ja, das ist wunderbar. Dann gehen wir eben doch nochmal zurück in diese Kammer, wo der Tornister ist. Beziehungsweise hier in diese Höhle, wo auch dieser Wolf, ja. Wölfchen. Und ein Rabe ist auch noch da. An den Tornister, da brauche ich diesen blöden Speer, aber ich habe keine Ahnung, wie ich an den Speer kommen soll. Ich habe es versucht, mit den Diamanten irgendwie zu schneiden. Da ist der Speer. Wie komme ich denn an diesen Speer? Der gebrochene Schaft eines Speeres. Er steckt in der Hand fest und ich kann ihn nicht rausziehen. Und diese komischen Statuen hier, die kann man anklicken, aber es tut sich nichts. Ach, guck mal, da fliegt jetzt der blöde Rabe. Das ist das, was sich tut. Der Rabe fliegt, oder? Muss ich dich jetzt hier zu diesem Diamanten lotsen? Ach, das ist ja spannend. Okay, also du sitzt hier. Wenn ich da hingehe, wo fliegst du dann hin? Vielleicht gibst du mir den Diamanten runter. Weil das Einzige, was passiert... ja, guck mal an. Ja, Wahnsinn. Hierher? Komm mal her. Kommst du jetzt hierher und schmeißt mir den Diamanten runter? Den da hinten, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal von vorne machen. Na, schmeiß runter! Oh, ja. Ja, ist das echt... verflixt, ey, wenn du aber auch nicht wirklich immer genau hinguckst. So, jetzt haben wir diesen Diamanten. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den dritten Diamanten. Der eine war blau. Du bist ein weißer Diamant. Okay.
So, Rabe. Gwen weiß zwar deutlich mehr ja, über Norden. Das hat er uns schon gesagt. Halt, Speer ist hier. Speer ist hier. Der gebrochene Schaft eines Speeres. Er steckt in der Hand fest. Und ich kann ihn nicht rausziehen. Der gebrochene Schaft eines Speeres. Wieso kannst du ihn nicht rausziehen? Wenn er doch gebrochen ist. Taschenmesser haben wir nicht mehr. Mit dem Diamanten. Vielleicht geht's mit dem weißen Diamanten. Weil der ist... Das heißt doch, der ist scharf. Da könnte man das doch durchschneiden, oder? Aber er ist nicht scharf genug. Ein weißer Diamant. Ziemlich unscharf. Nee, der ist unscharf. Okay. Muss ich den blauen holen? Mit dem blauen habe ich es doch auch schon probiert in der letzten Folge. Also das kann jetzt nicht sein. Der blaue kann es nicht sein. Feuerzeug? Ach so. Warte mal. Ha! Das flüssige Wachs tropft zwischen den steinernen Fingern durch auf den Holzstab. Ich glaub's nicht. Der hat noch gesagt, er hat noch gesagt, verflixam aber auch. Er muss aufpassen, dass das Wachs eben nicht auf die Finger tropft. Das war wahrscheinlich der versteckte Hinweis. Kannst du ihn jetzt gut nehmen? Geschmiert lässt er sich ganz leicht. Ah, wunderbar. Ich hätte ja gedacht, dass er durchbrennt jetzt. Aber so. Okay, Stab. Ein langer Stab aus Holz. Gut. Ich glaube mal, dass wir jetzt diesen Tornister holen können. Weiß nicht, was es noch mit diesem Wolf auf sich hat. Jawohl, das funktioniert. Hab ihn. So, dann mach mal auf. Mal sehen, was er so dabei hat. Eispickel. Obwohl Haue und Schaufel aus Metall sind, ist der Eispickel erstaunlich handlich und leicht. Dass Leo Trotzki mit so einem Ding in Mexiko ermordet wurde, finde ich immer noch äußerst skurril. Tja, und irgendwie unappetitlich. Signalfackel. Wow. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten, um zu prüfen, ob diese Magnesiumfackel noch funktioniert. Kleidung. Ein Unterhemd und lange Unterhosen. Der Stoff fühlt sich künstlich an. Vermutlich Nylon. Sonst noch was? Nein. Den habe ich bereits komplett geplündert. Okay, dann haben wir hier den Stab. Ein langer Stab aus Holz. Kann ich dich denn mit dem Eispickler angreifen? Das könnte nur funktionieren, wenn der Wolf Leo Trotzki... Warum bist du nicht Leo Trotzki, Wolf? Signalfackel. Ha, natürlich. Er steht nicht auf Licht. Kann ich dich dann vertreiben? Ich weiß bloß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Mal schauen, wie dir das schmeckt. Oh. Und, funktioniert sie? Oh. Da ist er weg. Da ist ein Diamant. Ich glaub's nicht. Dann latsch mal dahin, mein Guter. Da ist der vierte Diamant. Ob sich denn diese eine Tür erst... Ja, wie komme ich da jetzt ran? Das war gerade das nächste Problem. Da oben komme ich ach, nicht was? Hin. Sag an. Kannst du es mit dem Stab versuchen? Da fehlt noch ein ganzes okay. Stück. Kann ich die... Ein Unterhemd und lange Unterhosen. Der Stoff fühlt sich künstlich an. Vermutlich Nylon. Okay. Ja, alles Blödsinn. Wie komme ich da hoch? Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir setzen jetzt einfach mal den dritten Diamanten ein, den wir gefunden haben, den weißen. Den unscharfen. Ich hoffe nicht, dass ich den irgendwie schärfen muss. So, komm mal her. Weißer Diamant, wo kommst du hin? Hier hin? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal. Ja. So, dann brauche ich den dritten noch. Den vierten. Gut. Kann ich irgendwas mit der Kleidung hier machen? Nein, ich weiß, das ist Unsinn. Aber... Wir könnten versuchen, mit dem Eispickel jetzt... Oh Mann. Wahrscheinlich darf ich wieder nicht hin. Halt! Ja. Keinen Schritt weiter! Diese bösen Weiber, ehrlich. Unglaublich. Ich muss einen Weg finden, Gwen mit Hilfe des Weltenbaums zu heilen. Und zwar schnell. Und dann verlassen wir das nochmal und gehen nochmal nach draußen. Und versuchen mit dem Eispickel...
Ausgang. Versuche mit dem Eispickel da diesen Skeletten das Zeug wegzuhauen. Der Runenstein. Keine Ahnung, was diese Runen bedeuten. Falls es eine Warnung ist, zu tja, spät. Schade, dass es Gwen nicht da ist, ne? Weil die hätte jetzt helfen können. Die kennt sich da ja aus. Du bist ein ungebildeter Trottelfenden. Im Vergleich zu deiner Tochter. So. Damit kann ich ihn aus dem Eis haben. Wunderbar. Und jetzt hoffen wir mal, dass da was Cooles drin ist. Irgendetwas. Ich leere ihn mach aus. Mal. Blechtasse. Ganz schön verbeult, aber brauchbar. Holzschatulle. Ich habe das ganze Putzzeug schon rausgenommen. Bürste. Die kleinen Bürsten sind für die Reinigung von Handfeuerwaffen. Ah ja. Messingstangen. Zwei Putzstöcke, wie man sie zum Reinigen von Gewehrläufen benutzt. Kann ich dich irgendwie verbinden? Nein. Eine Bürste. Die kleinen Bürsten sind... Ja, Poliertuch? Das Ledertuch riecht nach Waffen. Ja, war da jetzt auch noch eine Waffe drin? Nein, natürlich nicht. So, dann lass mich das mal angucken. Was mache ich jetzt mit dem Zeug? Kann ich das reinigen? Nein. Blechtasse. Da ist nichts mehr drin. Ach was. Was mache ich nur mit diesem Wasser, Leute? Kann ich das da reinfüllen? Nee, Messingstangen, Bürste. Okay, ich habe das Zeug jetzt und wie hilft mir das weiter? Ich habe keine Ahnung, wie mir das jetzt weiterhelfen soll. Warte mal, kann ich vielleicht das hier putzen? Nein. Poliertuch? Was mache ich mit dem Poliertuch? Wie komme ich an diesen Tür? Okay, ich glaube, den Schnee haben wir ja schon. Den schleppen auch die ganze Zeit schon mit uns rum. Da weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Kann ich mit dem Poliertuch vielleicht... Warte mal. Komm, wir nehmen mal... Lass uns mal ganz kurz einen von diesen Diamanten nehmen. Muss ich die polieren? Passiert dann was? Nein. Ja gut, dann setze ich dich wieder ein. Blechtasse. Zum Brunnen. Okay, das war jetzt reiner Versuch. Ich dachte, da ist kein Wasser drin. Ich hoffe, das Zeug wirkt wirklich Wunder. Wo kommt denn jetzt das Wasser her? Ah, ist mir da was entgangen? Hat er nicht gesagt, dass kein Wasser drin ist? Na gut, dann geben wir das mal da. Doch wenn... Halt! Keinen Schritt weiter! Ihr geht mir echt auf die Nerven. Soll ich es euch geben? Ich muss einen Weg finden, Gwen mit Hilfe des Weltenbaums zu heilen. Und zwar schnell. Also wahrscheinlich... Muss ich es Anna geben? Mia geben? Nein. Ich hoffe, das Zeug wirkt wirklich Wunder. Und was mache ich jetzt damit? Dahin schmeißen? Stehlen? Nein. Na also noch, Mensch. Halt! Ah. Keinen Schritt weiter. Muss ich mit euch reden? Ich muss einen Weg. Ja, das wissen wir. Erst rette ich Gwen. Erst rette ich... Okay, also dann reicht mir das jetzt noch nicht. Also ist das immer noch nicht genug? Was ist denn nur mit diesen... Die Figuren wirken erhaben und ja, weise. Ja, sie wirken erhaben und weise. Wunderbar. Und mir fehlt einfach noch dieser eine. Warte mal, kann ich vielleicht mit dem Wasser... diesen Baum gießen. Toter Baum, komm mal her. Nein, na gut, das wäre eine Idee gewesen. Nein, okay, Poliertuch. Was mache ich mit dem Poliertuch zum Kuckuck aber auch? Also nochmal in die Höhle. Okay, wir haben ja da hinten noch diese eine Tür. Ist der Rabe noch da? Da ist er noch, der Rabe. Statue. Vergangen und zerfallen. Wie das restliche Asgard. Na, das kann ich dich polieren? Naja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Oder bürsten.
Nein. Messingstangen. Ich weiß nicht, was mit diesen Messingstangen passieren soll. Lass uns noch mal nach da hinten. Kann ich denn da mit den Messingstangen irgendwas werden? Weil in dieses Tor würde ich ja gerne, kann ich aber nicht. Weil diese Herrschaften, die wachen hier. Sieht fast so aus, als würden sie diese Passage bewachen. Ja. Was mache ich mit diesen Messingstangen? Warte mal. Zwei Putzstöcke, wie man sie zum Reinigen von Gewehrläufen benutzt. Putzstöcke. Ob ich das später brauche? Bei diesen Runen kann ich leider gar nichts machen. Kann ich denn hier nirgends irgendwie durch? Jetzt hänge ich wirklich total fest, Leute. Kann ich mich denn anziehen? Nein, auch nicht. Kann ich euch anziehen? Auch nicht. Ich brauche, um an den vierten Diamanten zu kommen, brauche ich irgendetwas, was lang ist. Oder aber muss von oben kommen. Und das ist jetzt halt die Frage, kann ich... Warte mal. Nein. Das sollte den Stab etwas geschmeidiger machen, behaupte ich jetzt einfach mal. Jetzt habe ich einen geschmeidigen Stab, nasser Holzstab, ja toll. Der Stab fühlt sich feucht an. Ja, das ist ja toll. Jetzt habe ich einen feuchten Stab. Kann ich euch damit schlagen? Nein. Ich habe einen feuchten Stab. Was sagt es mir? Ich habe einen feuchten Stab. Ich glaube ja kaum. Ich habe einen feuchten Stab. Verdammt ich aber auch. Was mache ich mit einem feuchten Stab? Schade, ich dachte schon... Ich habe einen feuchten Stab. So einen Tod hat niemand verdient. Nasser Holzstab. Jetzt hätte mich auch gewundert, wie komme ich an diesen blöden Diamanten ran? Komm, sag noch mal was. Da oben komme ich nicht hin. Aber ich muss da hinkommen, zum Kuckuck aber auch. Kann ich mit irgendwas werfen? Warte mal, Eispickel mit leerem Rucksack? Nein. Wieso kann ich Gwen das Wasser nicht geben? Wie komme ich an diesen blöden Diamanten? So einen Tod hat niemand verdient. Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Ob ich die Diamanten nochmal einsammle? Ob man irgendwas mit denen machen muss? Eine metallische Rohrkonstruktion umgibt den gesamten Bereich. Sieht ein bisschen aus wie eine gigantische Schlange, die sich um den Weltenbaum windet. Tja. Jetzt wird's dann gleich absurd. Das ist der leere Tornister. Oh. Ich habe einen nassen Holzstab. Was zum Teufel mache ich mit einem nassen Holzstab? Dieser Baum ist. Eigentlich sind es ja zwei. Ja, genau. Was mache ich mit einem nassen Holzstab? Ich habe echt keinen Plan.
Also so überhaupt nicht. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Komm mal her. Nimm mal die Diamanten, die können wir nachher wieder reintun. Will nicht hoffen, dass dann das blöde Puzzle wieder weg ist. Ich habe einen nassen Holzstab. Gut, das bleibt zumindest mal. Der blaue Diamant hat messerscharfe Kanten. Ein Diamant mit gelblicher Färbung. Ein weißer Diamant, ziemlich unscharf. Wenn etwas messerscharfe Kanten hat, dann könnte man... Verstehe nicht meine Größe. Kann ich also ruhig zerschneiden. Super. Okay. Was haben wir hier? Nylonfaden. Ein langer, reißfester Nylonfaden. Reißfester Nylonfaden. Jetzt habe ich einen Bogen oder was? Ich glaub's nicht. Der Nylonfaden gibt eine ganz passable Bogensehne ab. Zwei Putzstöcke, wie man sieht. Kann ich das kombinieren? Ja. Doch ohne Spitzen und Federn sind die dünnen Putzstäbe ganz ordentliche Pfeile. Jetzt frage ich mich, soll ich den Diamanten abschießen oder die beiden Weiber hier? Wir versuchen es erstmal mit dem Diamanten. Erstmal mit dem Diamanten. Vielleicht können wir den runterschießen. Mal her, Bogen. Und wehe, du triffst nicht beim ersten Mal. Wunderbar. Okay, Nylonfaden. Er sagt noch, reißfester Nylon. Ach, Leute, ehrlich. Einen Versuch ist es. Los, mach. Getroffen. Treffer. Yes. Dann nimm mal. Was für ein Diamant haben wir jetzt? Der sieht mir auch sehr weiß aus. Grün. Der Diamant schimmert grün. Okay. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt diese Dinger einsetzen. Vielleicht sind dann diese Bodenplatten auch außer Gefecht. Und ich kann endlich durch dieses Tor treten. Aber ich habe ja Gwen immer noch nicht gerettet. Vielleicht jetzt, wo ich alle vier von den Dingern habe. Mann, komm mal, lauf mal darüber. Die sehen weise und erhaben aus. Ja, ja. Weise und erhaben. So, kann ich dir jetzt das Wasser geben, wenn ich alle vier Diamanten habe? Halt! Keinen also Schritt gut, weiter. Okay. Wir warten darauf, dass es eine Cutscene wird. Ich muss einen Weg finden. Dann pass mal auf, der blaue war hier. Und ich hoffe mal, dass das einfach richtig ist, wenn die dann nach unten zielt. Der weiße war, glaube ich, hier. Der gelbe vom, glaube ich, hier. Dann setzen wir jetzt den vierten auch noch ein. Aber ob das jetzt richtig ist, bin ich gespannt. Wehe, es passiert nichts. Wehe, es passiert nichts. Es passiert nichts. Okay. Ah, okay. Ach du, lass halten. Nimm das mal. Jetzt nimm mal den. Das ist der grüne, der grüne. Ja, der weiße Diamant, genau. Wenn ich dich jetzt hier hin tue, was passiert dann? Tja. Da bräuchte man jetzt schon irgendwie einen Hinweis, ne? Du bist stumpf. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie soll das jetzt gehen?
Gibt es da irgendwo irgendwie einen Hinweis? Wie die da rein müssen? Ich habe keine Ahnung. Also farblich finde ich die ja jetzt nicht so. Warte mal, blauer Diamant, tu dich mal da rein. Bist du blau? Ne. Na, tu's doch rein, Fenton. Mach mal. Der blaue Diamant war ja ursprünglich hier. Das war der erste, den wir gefunden haben. Gelber Diamant hier. Weil das so ein bisschen gelblich ist, aber... Grüner hier. Ich frage mich, ob es irgendwo einen Hinweis gibt. Ah! Was ist das? Projektion. Was ist das denn? In der Mitte steht Yggdrasil. Ja. An seinen Wurzeln speit eine Schlange irgendwas aus, das dann von oben auf den Baum regnet. Außerdem sind da noch Runen und dreieckige Symbole, deren Spitzen in verschiedene Richtungen zeigen. Ob ich damit die Heilkräfte Yggdrasils aktivieren kann? Würde ich mal denken. In der Mitte steht Yggdrasil. An seinen Wurzeln speit eine Schlange irgendwas aus, das dann von oben auf den Baum regnet. Außerdem sind da noch Runen und dreieckige Symbole, deren Spitzen in verschiedene Richtungen zeigen. Ob ich damit die Heilkräfte Yggdrasils aktivieren kann? So, jetzt ist die Frage, gibt uns das einen Hinweis auf die Bodenplatten? Vermutlich. Also, die Bodenplatten sind ja jetzt, glaube ich, das Letzte, was wir noch nicht... Jetzt male ich das mir einfach mal ab. Oh Gott, da brauche ich was zum Schreiben. Leute, das merke ich mir doch nie. Wäre schön, wenn man diese Projektion einfach abzeichnen könnte. Kann ich das irgendwie abzeichnen? In der Mitte steht außerdem sind da noch, ob ich da... Gut, okay, also dann hole ich mir was zum Abmalen und dann melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mir diesen Code jetzt hier abgemalt, ne, weil das hätte ich mir jetzt bis dorthin sicherlich nicht gemerkt. Wobei, man könnte sich da auch irgendwas drunter vorstellen, aber da hatte ich jetzt wirklich keine Lust zu. Und jetzt gehen... Die Figuren wirken ja doch. Genau so. Jetzt gehen wir dann zurück in diese Höhle, zu diesen Bodenplatten. In der Hoffnung, dass wir da jetzt... Ich frage mich, wo der Wolf ist. Eigentlich müssten es ja zwei Wölfe sein. Beim Tor, der hatte ja Begleiter. Okay. So. Jetzt ist die Frage. Warte mal. Also, wie laufen wir? Komm mal her. Geh mal da drauf. Jetzt da drauf. Nun hier drauf. Da drauf. Hier rüber. Darum. So, und ich hoffe, dass die Tür jetzt offen bleibt, dass ich richtig gelaufen bin. Ah, okay. Das war's nicht. Wir könnten auch so. So. Also, hier ist ein S. S, P, so. Das ist... Kann ich denn auch diagonal? Lass mich das gerade mal probieren. Das macht er auch. Okay. Ach du, lass halten, Leute. Ja, ist ja gut. Also,
Wie ist die Laufrichtung? So, wir fangen hier an. Hier war das P. So. Jetzt kommt dieses Ding hier. Jetzt geht das? Ja. Dann B. Oder was wie ein B aussieht. Oh, so. Mal gucken, ob es das war. Was habe ich denn jetzt da noch nicht geblickt, Leute? Ja gut, da waren auch noch diese Dreiecke. Muss ich von hier rum anfangen? Nee, das kann nicht sein, weil ich komme hier von diesem S-artigen Ding auf gar keinen Fall an irgendein P. Ich könnte hier anfangen, hier rüberlaufen. Das habe ich, glaube ich, schon so gemacht. Dann darum. Darum, darum. Darum, da. Ja, das würde für mich eigentlich passen, aber ich frage mich, ob das so richtig ist. Komm mal runter da jetzt, Freund. Ja. S. P. So rum ginge es auch. Ach, scheiße, hey. Das ist ja jetzt, glaube ich, bloß ein Geduldsspiel. Bitte bleib auf. Nein. Also gut, wir hatten diese komischen kleinen Dreiecke. Die hatten wir auch. An die erinnere ich mich auch noch. Aber gibt mir das die Laufrichtung an oder was? Also von hier rum kann ich nicht anfangen. S. Nee, doch, das könnte auch funktionieren. Komm mal darüber. Ja, das könnte durchaus auch sein. Oh nee, Leute, echt. So, das ist der letzte Versuch. Gut, okay. Jetzt machen wir das anders, weil die Folge geht schon wieder relativ lang. Ich dachte, ich hätte es jetzt schon. Ich werde jetzt einfach rumprobieren und wenn ich es habe, hole ich euch wieder mit dazu. Das muss irgendwas mit diesen komischen Dreiecken zu tun haben. Ich weiß bloß nicht, diese Dreiecke sind, die müssten eigentlich die Laufform sein, vermute ich mal, aber oder die Laufrichtung sein, aber das ist irgendwie verwirrend, weil die zeigen ja, ja, ne, ihr erinnert euch an das Bild sicherlich auch. Okay, also, ich probiere es einfach und wenn ich es habe, hole ich euch dazu. Bis dahin, ich nehme das natürlich auf, bis dahin, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald, tschüss!